Was geht, Freunde? Willkommen zur Second Mario Thing. Punctuated Time, meine Damen und Herren, Lime Pie 20 und Cheese of Doom. Auf geht's, Mann, das Level hier. Keine Ahnung, was das für ein Level ist, aber wir werden es ja sehen. Was? Die Zeit bleibt stehen. You can pause time with the R button. Try not to mess anything up, seriously. Ja gut, wenn ich Save State drücke, dann, weil das mein R-Knopf eigentlich ist, ist das... Das ist mies eigentlich, aber gut. Okay, das ist interessant, dass man hier auf jeden Fall die Zeit stoppen kann. Ja, bis jetzt brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Ach, das sind... Warte mal, da muss ich so rauf. Ah, das war schlecht. Ich darf noch keinen... So. Das ist ein bisschen schwierig, weil halt, wie gesagt, meine Save-State-Taste da ist. Das heißt, ich darf hier weniger Save-States machen, außer ich brauche es halt. Da drück's halt schnell wieder weg. Da ist die Chest. Found 137, value 55 GP. 45 GP. Start of the 100 years of... Was? 100 years of was? Boah, okay. Ich habe jetzt einen Schatz, ne? Boah, das ist richtig gemein mit diesen Dingern hier. So, alles gut hier. Oh mein Gott, noch mehr. Wie komme ich da runter? Scheiße. Ich glaube so. Ja, okay. Boah, das ist echt gemein, Alter. Das ist echt fies hier. Nein. Ich darf hier kein Save-State benutzen. Alter, dieser Wichser. So, jetzt geht's. Gut, Alter, das ist schwierig, wie gesagt, mit dem Safe State kombiniert. Boah, das wird schwierig. Wie soll ich denn das machen? Okay, ja, ich brauche dieses Ding hier. Die Verfolgerkugel-Willis gehen eher auf den Sack. So, du hilfst mir. Ja, geht. Perfekt. So, geht auch perfekt. Aber das ist ein geiles Level. Finde ich echt mega geil. Ist echt so bombemäßig. Na, da sind Stacheln, ne? So. Ich muss ein bisschen an der Nase kratzen. Boah, das ist... Ja, okay, das ist nicht so schlau gewesen. Ach, das war auch nicht schlau. So. Kannst du bitte weggehen? Nope.
So, und jetzt? Was mache ich jetzt am besten? Ich glaube, das passt so. Ja, da muss ich es irgendwie jetzt hier durch diese Lücke schaffen. Passt. So. Okay. Okay, wir haben es eigentlich. Aber ich finde das Level echt cool. Okay. Was ist denn jetzt das Ziel hier? Ach so. Ah, fuck, 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 nicht hier. Ich muss das Ding hier mitnehmen. Irgendwie so ein Kugelwilli oder so. So, der soll mal mitkommen. Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Okay. Boah, das ist echt schwierig ohne... Ne, wir müssen das mal umstellen in der Steuerung, glaube ich. Das ist schwierig, ey. Wir müssen hier den Input R auf jeden Fall ändern. Ich mache das jetzt mal hier hin. Weil es eigentlich auch blödsinnig ist. So, es ist wesentlich sinnvoller. So, dann kann ich nämlich jetzt... Okay. So. Kommst du bitte mit? Boah, was ist das für eine Scheiße hier? Warum habe ich immer Probleme damit? Sieht so voll nah aus, ne? Hä? Warum ist das jetzt auf einmal so weit, Alter? Ich versteh's nicht. Das verstehen. Oh mein Gott, ich verstehe es halt echt nicht. Ich habe echt keine Ahnung, Mann. Was mache ich denn jetzt hier falsch? Jetzt mal ohne Witz. Brauche ich hier mehrere von diesen Dingern oder was? Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Was ist das für ein Rotz? Ich weiß, ich habe mit sowas immer Probleme, aber auch nur wegen den fucking Save States, Alter.
Warum muss das auch so schwer und lang sein, diese Level? Und ich mach's einfach ohne Save-States mal hier. Ich glaube, wir müssen es jetzt ohne Save-States versuchen. Wir machen jetzt mal extra Save-States auf einer anderen Taste. Mal gucken, ob das funktioniert. Warte mal, das können wir eigentlich hier lassen. Weil Ding brauchen wir jetzt eigentlich eh nicht. Laden kann man ja jederzeit. Dann benutze ich jetzt eine andere Save-State-Taste. So, dann machen wir Input auf hier ganz normal. So. Dann ist jetzt er auch hier. Das hier, ne? Ja, warum kommst du denn nicht? Keine Ahnung, warum der da nicht kommt. Ach ja, warte mal. Deswegen ist das auch scheiße, auch ohne Save States. Weil es genau das passiert. So, komm. So, hier kann ich jetzt ein Save State machen. Auf geht's. Ich versteh's halt echt nicht, Alter! Was ist das? Hä? Ernsthaft? Wir sterben jetzt mal extra hier. Ich habe keine Ahnung, was hier falsch gelaufen ist mit diesem Level. Aber es geht scheinbar nicht. Keine Ahnung. Muss man, glaube ich, nochmal alles neu machen. Wir machen es jetzt mal generell hier ohne Save States. Keine Ahnung, was dann falsch ist. Mit diesem Level. Versuchen sie jetzt einfach hier nur so hier zu safe-staten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Dann benutze ich jetzt hier lieber mal einfach mal Rewinds und sowas. Und so ist das einfach hier. Den Dingern hier. So, wir müssen jetzt hier durch. Kommst du? So. Das kann man ein bisschen besser timen. Das ist auch nicht so gut. Ah, leider auch nicht. Ja, das heißt recht nicht. Hopp, Mann, jetzt hopp, Alter. Meine Fresse. Das ist gut. Sehr gut. Ich glaube, ich brauche diese Viecher. Warte mal. So, ich brauche die. Ja, so nicht. So auch nicht. Es ist doch asozial, jetzt mal ohne Witz. Yes.
Keine Ahnung, wie du das schaffen sollst. Hier in Safe States, alles klar. So. What? Ach so. Jetzt funktioniert es auf einmal, oder was? Man darf nicht zu hoch hüpfen. Fuck you. So, hopp. Okay, jawohl. Na, wir haben es immer ein bisschen geschafft, so. Meine Güte. Gut. Jetzt, glaube ich, Checkpoints. Ja, ja, Checkpoints. Wir haben einen Checkpoint erreicht, also es sollte jetzt von mir. Hier wird es, denke ich, noch mehr. Es wird hier ein bisschen zum Chaos werden. Aber hier kann ich chillen. Das ist alles gut. Ja, das passt alles soweit. Okay, bis dann hier der Trump kommt. Oh mein Gott, das war knapp. So, und jetzt. Perfekt gemacht einfach nur. Meine Güte! Warum, Alter, warum springe ich nicht auf das Ding drauf? Meine Güte. Geh doch mal weg, Alter. Das war so schlecht. Das war absolut grauenhaft. So, geht mir nicht auf die Eier. So, ich kann sie jederzeit ausnocken. Warum mache ich das denn nicht? Oh mein Gott, okay. Da brauchen wir auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall die Zeit stoppen. Aber alles gut soweit. Aber es ist echt ein cooles Level, finde ich. Es ist ein echt cooles Level auf jeden Fall. Okay. Das ist eigentlich echt ein cooler Level. Aber es ist ein bisschen kompliziert mit... Ich krieg das nicht mehr, ne? Ich brauche hundertprozentig dieses Springboard. What the fuck? Wieso komme ich da nicht mehr zurück dann? Was für ein Rotz. Ich weiß auch warum. Ich glaube, wir sterben ja trotzdem, selbst wenn ich da durchgehe. Hey, warte mal. Da muss ich damit zurückkommen.
So, hier mache ich jetzt mal lieber ein Safe-Set, weil das nicht allzu leicht ist. Oder wir machen es einfach so, wir schmeißen es darüber. Wir müssen es nämlich in die Hand nehmen und genau so eigentlich raus. Ja, so ist schlecht. Wie war's, wenn ich das einfach rausschmeiß hier? Oder so! Wir machen es einfach auf die skillige Art und Weise. Haben es endlich mal hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Naja, okay, das brauchten wir sogar. Wir nicht mal für eine. Nicht mal für eine Yoshi-Coin oder so, sondern. Das brauchten wir halt ernsthaft. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir hier. Fuck. Alter, habe ich meinen Arsch gerettet daraus. Ich habe meinen Arsch richtig rausgerettet, Alter. Das ist schon cool, die Zeit stoppen zu können. Wirklich sau cool. Und wir haben es endlich geschafft, dieses Level. Herzlichen Glückwunsch, ey. Jetzt kann ich auch meine Steuerung wieder ganz normal machen. Also hier Safe State und so. Wisch dir Bescheid, nee. Input. Das kann so passen eigentlich. So. L und R benutzt man eigentlich bei SMW so oder so. Ist eigentlich kaum. Eher für sowas Speziellem. Und das war jetzt was Spezielles. Deswegen hat man auch Probleme damit. Ah, Beach hat man schon geschafft. War Goofy Grotto das nächste Level? Oder hat man noch irgendein anderes Level? Ich glaube, Goofy Grotto war das nächste Level. Asili Mukau. Tails 155. Auf geht's, Mann. Aber das Level war echt cool, das mit Zeit stoppen. Gut, dass wir sowas jetzt nicht nochmal haben. Hätte ich auch ohne Safe-State schaffen können, ganz klar, aber das dauert halt immer seine Zeit und ist auch viel zu schwierig. Was muss ich jetzt hier machen? Wie komme ich denn an diese Dinge ran? Aha. Ach so. Okay. Da war auch nicht umsonst eine Münze da. Okay, naja. Jetzt wissen wir es. Ein Wasserlevel. Interessant. Oh, ich hätte gerne den Pilzen. Dankeschön. Wo lang ist am besten? Ja, ich glaube nicht da, wo der Tornado ist, oder? Ja, dieser Wichser, der verfolgt mich ja jetzt. Ja, wie werde ich den jetzt los? Gar nicht, ja? Ja, wie... Ja, was denn? Was ist... Was willst du denn da jetzt machen? Okay, es ist blödsinnig hier. Oh mein Gott, ich habe den irgendwie abgehängt. Keine Ahnung wie. Auf jeden Fall schnell weg von diesem Wichser. Der geht aber auch echt auf den Sack bis zum geht nicht mehr, ne? Der kann auch gar nicht aufhören zu nerven. In die Röhre muss ich rein? Ich weiß das nicht. Hier ist eigentlich Yoshi-Coin. Woran bin ich da gestorben, bitte? Be happy, Dreamer, be more like us. Be happy. Ja, die Röhre ist kein Muss zwar. Ich glaube, die ist kein Muss. Woran sterbe ich denn da? Was?
Warum sterbe ich? Da sind eine Mannschau unter dem Wasser, dass du da nicht runterschwimmen kannst. Aber das siehst du ja gar nicht. Voll der Blödsinn eigentlich. Ja gut, wir gehen in die Röhre rein. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Das sieht richtig cool designt aus. Hier ist ein Riesenbuh. Ach so, der versteckt hier eine... Kannst du dich verpissen, bitte? Hier ist noch eine Yoshi-Coin halt versteckt. Das ist alles, Beach. Och, nicht diese Wichser, ey. Diese Wichser. Oh mein Gott, ich will diesen Wichser töten und dann will ich eigentlich diesen Wichser töten. Jawohl. Genau so wollte ich es machen. Jetzt gehen wir einfach weiter. Wir haben den Checkpoint erreicht, Jawolski. Und trotzdem kommen Tornados überall. Welche Röhre ist richtig? Die hier ist schon mal nicht richtig. Ja, wird das die hier sein, oder? Es kann ja keine andere sein. Aha! Geiles Gimmick auf jeden Fall an der Stelle. Ach so, das ist... Okay, muss ich nicht. Das ist cool. Das ist cool, ihr seht's. Normalerweise sind wir in einem festen Kreis eingeschlossen. Aber das Level bewegt sich halt quasi automatisch so. Und du musst halt das Ding ausweichen und so. Finde ich eigentlich echt cool. Ich glaube, durch den roten Schalterpalast habe ich, glaube ich, gute Blöcke deaktiviert, oder? Weil die sind ja davor. Ich glaube, da ist bestimmt Stern oder sowas drin gewesen. So. Ich finde aber auch echt die Geister und so nervig. Wir müssen jetzt aufpassen, ich denke, jetzt kommt bestimmt eine Yoshi-Coin gleich. Hundertprozentig, weil es muss hier irgendwo eine Yoshi-Coin geben. Es muss hier aber auch irgendwo einen Schatz geben. Keine Ahnung, wo der sein soll. Der kann unten sein. Weil man da unten, von da unten... Ja, oder? Hä, okay. Es geht nicht mehr weiter, keine Ahnung. Schatztruhe war das schon mal nicht. Okay, wir hätten hier einen P-Switch, den wir nur kriegen, wenn wir groß wären. Ah, okay, und dann kommst du... Gut, aber wie willst du hier groß werden? Ich hätte, glaube ich, mein Power-Up einfach nicht verlieren dürfen oder sowas. Aber ich kriege auf jeden Fall diese letzte Yoshi-Coin. Wie kriege ich den Pilz? Ich habe keine Ahnung, Mann. Irgendwie muss man irgendwo hier einen Pilz kriegen. Keine Ahnung, was weiß ich, Mann. Nichtsdestotrotz, wir haben hier alle Yoshi-Coins eingesammelt. Alles gut. Starlight Resort im nächsten Part. Das wird eine Freude. Yeah, baby. Ich will jetzt nochmal sicher gehen, dass ich alle Level hier gemacht habe. Ich denke schon. Gelatine Factory, da kommst du da lang. Punctuated Time und dann Goofy Grotto. Ja gut, es passt. Dann müssten wir eigentlich im nächsten Part hier weitermachen. Andere Level haben wir jetzt erstmal nicht. Das ist im nächsten Part alles. Meine Damen und Herren, morgen ist nichts mehr. Tschüss.